Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tales of Symphonia Dawn of the New World. Wir sind immer noch in der Ruin von Dynasty. Hier haben wir Thomas gefunden und ja, Alice mussten wir eben kurz bekämpfen. Das heißt, wir untersuchen das Ganze mal hier. Aber irgendwie ist es ja ziemlich dunkel. Nee, ich konnte hier nichts heller stellen, ne? Ne, stimmt ja. Das finde ich doof. Ein Bildschirm anpassen, das war nur das mit der Bildposition. Schade, hier ist es ziemlich dunkel. Also hier in der kleinen Gegend. Nur ein paar leuchtende Teile hier zu sehen. Ich hoffe mal, es funktioniert trotzdem. Wo? Wow, was bist du für ein Tier? Wo musst du hin? Komm, kämpfe mal gegen das Monster. Beziehungsweise die Monster. Seebischof und ein Seewüvern. Oh, cool. Zack. Achso, Spieler 2 aktiv. Ah. Dann mache ich mal während letztes Mal den Controller wieder aus. So. Perfekt. Jetzt klimpert hier ein bisschen. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder an. Ach man. Fail hier. In Player 2 wollte ich gar nicht anhaben. So, ich hoffe mal. Jetzt. Ja, jetzt läuft er. Gut. Dann schauen wir uns das mal hier an. Muss ich das hier runterschieben? Sieht gut aus. Super, und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Das ist auch gut. Schon wieder so viele Wege hier. Ich glaube, der ist dafür gedacht. Ah, so. Den muss ich runterschmeißen. Oh, das ist wieder so ein Schweinswal. Wilfern. Ein Seewilfern. Ja, so ein Tier hätte ich auch gerne. Als Monster hier. Mal gucken, ob wir eins von denen bekommen. So. Ach, da war der eine schon tot. Manta hat das Level 16 erreicht. Und hat Energie gelernt. Cool. Nee. Will keiner. Schade. Okay, das sind zwei Thronen. Da möchte ich zu gerne hin. Aber ich muss jetzt mal wieder respawnen. Also hier den Raum neu respawnen. Aber wir schauen uns trotzdem mal hier genauer um. Da geht's runter. Hier geht's wieder rauf. Untersuchen. Eine sehr gefährliche ausstehende Flüssigkeit fließt. Die nennt man wohl Wasser. Okay. Ich glaube, kann man hier irgendwie Licht anmachen? Warte mal, ich habe doch hier den Ring der Hälfte. Was ist das denn? Irgendwie dort. Naja, ich dachte, das könnte man jetzt mit Licht erfüllen. Nö. Will nicht. Hier geht's auch wieder herunter. Ach, das Monster haben wir noch gar nicht gesehen. Was bist du denn? Ein Igel und ein Zombie soll das sein? Ein komischer Zombie. Okay. Von mir aus. Was hast du getan? Ah, jetzt hat der Hund ihn gekillt. Egal. Okay. Da geht's nicht. Da unten ist wieder eine Truhe. Die will ich haben. Kann mich irgendwas machen? Hallo? Cursor? Da. Okay, nö. Muss ich irgendwie was abstellen? Das könnte möglich sein. Ich gehe mal nochmal zurück. Und versuche nochmal
den Block mal richtig zu positionieren. Jetzt weiß ich ja, wohin der hin soll. Erstmal hier wieder nach unten. So, du musst auf jeden Fall hier runter. Aber ich sehe kein Schlupfloch. Okay. Ah. Echt komisch. Was muss ich mit diesem Block machen? Kann ich irgendwas mit dem Zauberring machen? Nein. Okay. Ich dachte, ich kann den da runterschieben. Aber da gibt es keine Möglichkeiten. Das gefällt mir nicht. Dann müssen wir mal einen anderen Weg suchen. Da kam Ochsenfrosch auf mich zu. Was? Was ist hier los? Du hast mehr Power. Du solltest erstmal wieder ein Orangengummi zu dir nehmen. Wäre sinnvoller. So. Haben wir das erledigt? Kamikaze erreicht Level 11. Sehr schön. Keiner will mit. Dann müssen wir warten, bis jemand uns wieder beitritt. Hier waren wir noch gar nicht in der Ecke. Zu der Truhe möchte ich auch gerne. Okay. Oh. Wer bist du? Ein Seemönch. Interessant. Nein, das war der falsche. Falsche Attacke. So. Ah, Zwischenverbindung. Komm. Passiert jetzt was? Ah, ja, sehr schön. Seemönch kann dir beitreten. Ja, dann der Wolf. Du bist mal mein Paktfreund. Ich hasse es, wenn der Stuhl immer nach unten geht. Das ist so nervig. Er ist beigetreten. Wieder abdance. Yeah. Und da ist er hingefallen. So. Ja, ich habe so viele Monster. Glaukos heißt du. Interessant. Ich behalte erstmal die Monster hier. Vorsichtshalber. Da ist ein Tor. Die habe ich gerade eben gesehen. So, erstmal den Fisch hier umnähen. Der kann auch ziemlich reinhauen. Oh, Zauberbindung. Bitte lass mich hier ihn. Zauberbindung. Ah, okay. Zauberbindung, das heißt, es müsste jemand jetzt beitreten. Ah, der Mörderfisch. Nee, den will ich ja gar nicht. Den habe ich ja schon. Okay, wenn das kommt, dann wird es wohl sein, dass ein Monster beitreten möchte. Was haben wir denn da? Echsenhaut? Eine seltsame Haut, die glänzt. Sieht echt bunt aus. Okay. Sowas Unnützliches kriegen wir hier. Ah, jetzt komme ich doch zu den Truhe. Jawohl. So, du Zombie, du bist mir ein wenig im Weg. So, erstmal die Egel hier. Warte mal, ich mach erstmal den Zombie. Okay, was hast du jetzt gemacht? Ah, keine Verbindung. Okay. Das ist halt nur bestimmt nur unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, was für Voraussetzungen ich hier haben muss, damit die Verbindung kommt. Ich habe keine Ahnung. Muss ich bestimmte Elemente haben? Weiße Handschuhe erhalten. Ein Ausrüstungsgegenstand bestimmt. Für sie. Oh ja. Die machen mich definitiv besser. Beziehungsweise Martha. Was kann ich denn mit den Ringen, wenn wir jetzt hier anstellen?
Okay. Kann ich da irgendwas machen? Ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt. Oh, Rot. Rot ist doof. Ja, komm. Kann das sein, dass es eine Weiterentwicklung ist hier? Die beiden sehen fast identisch aus. So. Einfach mal. Da, Zauberbindung. Kam gerade. Oh, kriegen wir jetzt einen der Wale? Oder die Fische? Zauberbindung? Komm. Jetzt muss ich ihn killen. Komm. Perfekt. Ich habe ihn getötet. Kriegen wir jetzt jemanden? Ja, den Mörderwal. Annehmen. Und der Wolf. Muss mir wieder aushelfen. Ich glaube, den werde ich auch in mein Team mitnehmen. Das sieht so toll aus. Mörderwal. Da muss ich mal gucken, was ich so alles mit denen anstellen kann. Was für Entwicklungsstufen er hat. Wenn er beitritt. Yeah. Da haben wir ihn. Wenn ich ihn könnte, würde ich ihn Free Willy nennen. Aber da heißt hier Samundra. So, dann werde ich mal die Kamikaze wegpacken. Und das war's. Und wir haben jetzt endlich mal ein Wasserelement. Da wir ja genug Leute haben, die Wasser ausschütten, sozusagen. Erstmal die Manuskripte für ihn anwenden. Und er hat Level 9 erreicht. Gut. Geben leider nur 500 Erfahrungspunkte. Immerhin. So, dann sehen wir ihn jetzt mal in Action. In Kampf-Action. Bei uns auf unserer Seite. So. Hast du eigentlich jetzt schon was gelernt? Hydrogebläse. Ah, geil. So. Da haben wir Donnertritt aus. Okay. Ah, da war Hydrogebläse gerade. So, jetzt sehen wir was Neues. Dritte Begegnung: Wasser. Teufelsrachen und Mahlstrom. Geil. Keine Verbindung. Okay. Ich glaube, den Frosch haben wir noch nicht. Zack. Erledigt. Oh, hat direkt Level 10 erreicht. Schön. Froschleich. Leich. Aha. Aber wie geht das hier weiter? Irgendwas muss ich mit den Steinen anrichten. Ich habe den da zwar runtergeworfen, aber bringt mir aber nichts. Irgendwas muss ich machen. Wir werden gewinnen. Natürlich werden wir gewinnen. Warum denn nicht? So, jetzt müssen wir nur noch den anderen Fisch hier bekommen. Den Schweinswahn. So, jetzt interessant. Ah, es geht nur bis dritte Bewegung. Und jetzt wieder Mahlstrom. Zack. Oh, Zauberverbindung. Oh, direkt beide ausgenockt. Und der Ochsenfrosch, der möchte uns begleiten. Natürlich, den nehmen wir doch mit. Warum ist der Hund 3 Sterne? Verstehe ich nicht, aber okay. Solange er uns begleitet, ist mir doch alles recht. Und? Ja, er ist beigetreten. Oh, der freut sich gar nicht. Ich habe zu viele Monster, das weiß ich. Kraupel. Wer? Was ist das für ein Name? So, wir fahren fort, denn wir brauchen die Monster nicht. Die will ich mal irgendwann mal leveln. Und die mal entwickeln. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, von den Monstern zu sehen, also welche Entwicklung ihr gerne haben sollt, welche ich ihm am besten im Team nehmen soll, bitte schreibt es mir in den Kommentaren. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, dann werde ich das so machen, dass ich glaube, dass ich halt das dann soweit
entwickeln alles nach euren Wünschen. Aber ohne irgendwas zu schreiben geht das nicht. Hier ist noch eine Treppe. Die habe ich gar nicht. Eine Leiter. Die habe ich gerade nicht gesehen. Also geht's hier weiter. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Und ich sehe schon, ich kann hier mit dem Ring irgendwas machen. Der Fluss des Wassers hat sich verändert. Okay. Das musste ich erledigen. Und hier ist eine Truhe. Hier geht's nach oben. Was ist das? Oh, Feuer. Ach, hier konnte ich nochmal meinen Mana-Ring umsetzen. Alles klar. Ach nein, ich brauche jetzt Feuer. Deswegen ist es da. Und zwar hierfür. Ich muss das abfackeln. Das muss das abgebrannt. Die Kiste lässt sich jetzt bewegen. Alles klar. Aber ich nehme mal jetzt wieder Licht. Das heißt, ich glaube, das muss ich runterschmeißen. Denke ich mal. Also war das doch richtig, es runterzuschmeißen. Aber was bringt mir das? Okay. Oh, jetzt läuft da irgendwas Grünes. Das sieht mir nicht gerade gesund aus. Oh, da ist eine Truhe. Okay. Da ist eine Kiste. Ach so, und er kann da drüber laufen. So läuft das also. Interessant. Zack. Oh, Zauberbindung. Ich glaube, wenn man drei Dinger, also drei Elemente von einer Sorte hat, glaube ich, gibt es eine Zauberbindung. Dann hier, nochmal, dritte Bewegung, Wasser. Teufelsrachen und Malstrom. Oh yeah, das ist geil. Oh. Und muss es nur die Zauberbindung sein? Ja, also ich heiße, ich muss nicht selber es getötet haben. Da muss halt die Zauberbindung stehen. Okay. So. So ist das also. Ein sehr gefälliges Aussehen der Flüssigkeit fließt. Ja, die sieht jetzt auch ein bisschen merkwürdig aus. Aber zu der Truhe würde ich gerne mal hinkommen. Gute Frage, nächste Frage. Wie komme ich dorthin? Kann ich den Schalter nochmal betätigen? Aha. Was habe ich jetzt getan? Gucken wir uns das mal an. Okay. Aber ich ende das mal eben hier. Denn ich muss ja auch noch woanders lang. Da wir ja noch mehrere Kisten haben. Und wie komme ich jetzt zu der Kiste dorthin? Nee. Da kam der aus dem Nichts. Okay, ich habe hier keine Verbindung, also ich habe verschiedene Elementare. Ich glaube, daran liegt es, glaube ich, oder? Oder ist das. Ja, also ich kriege keine Zauberbindung. Sollte ich mal darauf achten, ob das wirklich daran liegt. Wenn ich am Anfang schon drei Elemente habe, gleiche Elemente. Jo, schrei mal nicht hier rum. Und Levelbonus und wieder ein Level-Up für die Monster.